Grüß Gott, der Camper Tobias Sulzimus, der liegt am Boden und probiert was aus mit der GoPro Hero 6. Die habe ich wiederbelebt und teste es jetzt wieder mal. Ja, das ist nicht so einfach mit dem Gimbal, das Mikro so unterzubringen, dass es nicht ins Bild springt. Das ist ein bisschen eigenartig hier. Muss man dann eine Lösung einfallen lassen. Aber was ich entdeckt habe, ist eine super Weitwinkel-Einstellung. Und die probiere ich jetzt mal aus. Und die müsst ihr dann mal euren Kommentar abgeben oder eure Kommentare abgeben. Servus nochmal, jetzt stehen wir auf und laufen mal rum um den ersten 19er Integra-Line, den wir bekommen haben letzte Woche. Und das ist ein schönes Auto geworden. Also gerade mit dem neuen Face, 2019er Facelift beim Integra-Line, und er hat auch ein Backlift genommen oder bekommen. Backlift, keine Ahnung, ob es das gibt. Face ist ja meistens vorne, genauso wie bei dem Integra, den 98 Kubi, wo die Premiere am Caravansalon 2018 war. Jetzt hat man das auch auf die Integra-Line angewendet. Das ist übrigens auch ein Fahrzeug, das ich euch noch zeige im nächsten Video. Das ist der neue Activa 196 HB. Den habe ich ja viele, viele Male gefilmt. Aber ich zeige euch die 19er Änderungen. Aber jetzt bleiben wir mal bei dem guten Stück hier. Und hoffe, dass ich das mit der Kamera einigermaßen hinbringe. Das ist schon ein schönes Schiff. Ich wohne ja in einem ähnlichen Wagen. Nur eine Generation zurück mit dem Beschriftungswandel im Jahr 2017, 2018, da wurde dann hier das Außendesign verändert und noch diverse Dinge. Aber jetzt haben wir auch diesen neuen Hintern bekommen. Und der hat jetzt keine Lauflichtblinker, das ist alles Standard, in Anführungszeichen. Ein paar wenige LED-Elemente sind aber auch dabei. Ich habe sie mal eingeschaltet, dass ihr das seht. Und das macht sich sehr hübsch und das ist in Einzelteilen gefertigt, nicht wie beim Integra, wo es aus einem Stück, aus einem riesen GFK-Teil gemacht worden ist. Also wenn es mal hier angeht, dann lässt sich das noch relativ kostengünstig an den Standardecken hinten links, hinten rechts, die Schweller sind öfter mal betroffen, reparieren. Jetzt gehe ich mal hoch mit der Kamera. Ich habe dieses lange Gimbal genommen. Schauen wir mal, ob ihr einigermaßen oben seht. Das ganze Heck komplett mit dem dritten Bremslicht oben. Wir haben jetzt wirklich schön integrierte Positionsleuchten oben. Die waren vorher mal so ein bisschen günstiger. Ich zeige euch das nachher mal außen hingeklatscht und es war so ein bisschen lieblos. Aber das ist jetzt wirklich eine Einheit und ich fange halt mal hinten an in der Garage. Also schauen wir mal, die Garage selber hat sich nicht verändert. Der Holzlook innen, das ist heute mal ein Navara-Auto. Wir haben ja viele Chalets und jetzt gibt es mal ein Navara-Interieur. Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um ein bestelltes Kundenfahrzeug, das dann den nächsten Tag übergeben wird. Vielen Dank mal fürs Reinschauen lassen. Aber ich denke mal, die 2019er sind es wert, dass ich es euch noch mal ein bisschen im Detail zeige. Wir haben hier eine alte Heizung verbaut. Das erkenne ich schon an der Fußbodenheizmatte. Die legt man dann vorne im Fahrhaus aus, wenn es knackig kalt ist. Dann ist so ein Integrierter halt rundum warm. Abgesehen vom Fahrgefühl, aber das haben wir ja in vielen, vielen Folgen schon angesprochen und besprochen. Hier die Kurbel zum Hubbett, zum Queensbett nach oben kurbeln, und der hat auch das neue 2019er Queensbett. Da bin ich jetzt dann einmal gespannt. Ich glaube 1,60 Meter breit hat man es jetzt gemacht. Der hat auch schon eine Alarmanlage an Bord. Eine Soak hat er an Bord. Er hat das Maxi-Fahrwerk. Also sehr schön zu sehen an den Felgen, für die, die es noch nicht wissen. Er hat eine Zentralverriegelung auch für die Aufbautür. Hat einen riesen Absorberkühlschrank drin. Schöne Markise dran. Dann gehen wir mal rein in den 2019er Integra-Line in Navara-Holzoptik. Und weiß nicht, ich glaube, der Navara-Anteil liegt bei 100 Fahrzeugen, die ich gefilmt habe, wahrscheinlich bei 5 Stück maximal. Also ich sehe auch hier die Tendenz, dass allgemein mehr das Chalet bevorzugt ist, wobei dieser Land-Yachting-Look natürlich auch eine schöne Geschichte ist. Hier kommt man ganz praktisch über eine Klappe runter zum Frostschutzschalter, zur Frostkontrolle von Truma. Hier auch die neuen Logomatten wieder vorrätig. Wem ich noch eine Schulde, bitte nochmal mailen, die Adresse schicken. Aber die meisten sind jetzt schon verschickt oder auf dem Weg zu euch. Vielen Dank nochmal dafür. Ich gehe jetzt gerne mal mit der Kamera hier ums Eck. Also Eingang haben wir oben um die Ecke den großen Kühlschrank und den Ofen drüber. Wir haben überm Eingang, das ist Standard, das Bedienpanel, alte Heizungspanel, da haben wir ja auch schon extra Videos gemacht. Wir haben da oben die Tomatur-Kontrollfernanzeige, die Motorheizung. Wir haben da noch den Kippschalter für das Frontrollo, der hat natürlich das elektrische Frontrollo drin.
Und so sieht es vorne aus. Also hier hat sich jetzt mal im 2019er nichts Großartiges geändert von dem Interieur. Es sind ein paar Detaillösungen, die mir aufgefallen sind. Hier unten, vor allem in der Ecke, ich versuche das nachher beim Rumgehen nochmal einzufangen, hat man es so ein bisschen feiner gemacht von den Rundungen her. Man hat den Motorklappen-Vorentriegler weggesetzt von der Seite des Fiats. Das ist ein bisschen schöner, aber wer es nicht weiß, den fällt das wahrscheinlich jetzt gar nicht erst großartig auf. Ja, wir haben hier diese glänzenden Oberflächen. Schön gelackt, sieht hübsch aus. Küche hat sich auch nicht großartig verändert. Mehr im hinteren Bereich, und da gehen wir jetzt durch die Tür, ist dieses wirklich richtig schöne, große, längst überfällige, gratuliere, eure 1,60 Meter breite Hubbett, das jetzt eigentlich die ganze Branche hat. Ich denke mal, mit dem Superweitwinkel, das ist gar nicht so schlecht. Was ich jetzt leider durch die viel zu kleine Vorschau hier den Preview in der GoPro Hero 6 beim Filmen sehe, das ist eben das, was hier wirklich Gewohnheit ist. Ich bin jetzt ungefähr vom Display 60, 70 cm weg, teilweise manchmal nur 40 cm. Und ich habe also dann immer so einen Kontrollblick, den gewöhnt man sich an, und der ist natürlich beim Handy wesentlich größer als jetzt auf der GoPro. Das ist jetzt ein bisschen hochgeklappt, damit ihr hier einfach mehr Stauraum bekommt, beziehungsweise nicht Stauraum, sondern Bewegungsraum. Ich kann natürlich jedes eurer Bett hochklappen und da habe ich dann auch nochmal Stauraum drunter, genauso wie unter den seitlichen Klappen. Auf der Seite ist natürlich auch ein angenehmer Aufstieg. Ja, und wie gesagt, 1,60 Meter macht sich natürlich richtig deutlich bemerkbar. Gestern hatte ich den Fall, 2 Meter Mensch, also knapp 1,95. Wie schlafen wir da drin? Sage ich, hinten nochmal einen Keil, 10 cm dazugefügt. Ich habe es auch so gemacht und jetzt kann ich mit 2 Metern bequem liegen. Hinten ist es ja nicht so schlimm, ja? Wenn das 10 cm übersteht. Tagsüber kann ich es hochschieben oder wegschieben. So, Bad. Im Bad keinerlei nennenswerte Änderungen. Wie ihr das seht, ja, Lüftungsgitter, alte Heizung, Bedienknopf von der Toilette, da unten ist er gut aufgehoben. Da kann man ganz bequem lässig hingreifen. So. Auch die Dusche hat sich nicht besonders verändert. Da hat man dann diese Wellness-Oase von 2018 fortgeführt. Aber mit dem Superweitwinkel bin ich mal gespannt, wie das dann wirkt bei euch. Ich werde das natürlich heute noch hochladen, das nächste Video vom 690 HB aktiver. Wann werde ich erst morgen hochladen? Und dann gibt es zur Abwechslung wieder mal einen neuen, ich glaube ein Adora oder ein Altea, ich muss mal gucken. Mit einem Dreier-Stockbett habe ich reinbekommen von Adria, 19er Modell, wie gesagt. Da bin ich auch noch mal gespannt, ins Detail zu gehen, so richtig mit Licht an Bord. Ja, schöner Wagen. Er wirkt natürlich durch das etwas dunklere Holzdekor, hier noch einmal quasi die 360 Grad Perspektive, hier wirkt das ein bisschen nicht so offen. Also das Raumgefühl wird durch das dunklere Holz natürlich schon beeinflusst. Das muss man mal ganz ehrlich sagen von der Wahrnehmung. Und ich war ja jetzt nicht nur in einem Integra-Line drin. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Chalet ist dann, wie gesagt, ein bisschen größer. Schön haben sie auch gemacht. Hier oben die Positionslichter LED vorne endlich integriert. So sah das mal aus. Das wollte ich euch noch zeigen. 2016er Modell, in dem ich hause, in Anführungszeichen. Also hier, ich habe immer gesagt, das sieht aus wie aus einem Fahrradladen um die Ecke in den 80er, 90er Jahren. Einfach mal für 3,70 was draufgeschraubt. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu dem Integra. Jetzt zeige ich euch vorne noch die Änderung, die man gemacht hat. Ich schaue mal im Vergleichsstück. Ja, meiner ist ein bisschen eng in der Ecke, aber ich denke, ihr könnt euch das gut vorstellen. Hier hat man die Motorentriegelungsklappe eingebaut, damit man vorne rankommt. Man kommt jetzt auch ein bisschen besser ran. Und hier haben wir die Bedienelemente für zum Beispiel das Rollo. Und was er auch noch hat, ist endlich ein elektrischer beziehungsweise elektrische Busspiegel. Ja, davon lassen sich die oberen jetzt vom Fahrerhaus elektrisch einstellen. Wobei in der Praxis ist es so, man stellt die einmal ein und die passen für die meisten Sitzgrößen in dem Integra. Also hat man vermisst, hat man jetzt eingebaut und somit ist es auch dabei beim 19er Modell. Das ist der Blick aufs Dach. Ich hoffe, ihr seht genug, aber mit Superweitwinkel und dem langen Arm sollte das funktionieren. Also weiter geht's da mit dem aktiver Wand. Liebe Grüße nach draußen vom Frido. Und vom Tobi aus Sulzimos, jetzt kommt noch ein Mietwagen rein, warten schon auf mich.
Und ja, detaillierte Spaßsendungen etc., kommunikativer Austausch zwischen uns findet ja rege statt am Kanal. Vielen Dank für die vielen Hits, die jetzt trotzdem, dass ich jetzt in der letzten Woche nichts gemacht habe, da sind. Und wenn ich jetzt mit der Kamera noch ein bisschen rumwackel, dann hat es alleine den Sinn, dass ich nachher sehe, wie das Ganze funktioniert. Und der GoPro kann man ja was Schönes zurufen und dann wird sie die Aufnahme beenden. Und das heißt dann GoPro Aufnahme stoppen.